Um es höflich auszudrücken, persönlichen Brief schicken, zum Nachhause einladen, zum Ort einladen. Das muss er sein! Ich stulde keine Tyrannei in Coldstones! Eine Weile am Prang über diesem Tyrannen lehren nachzudenken, bevor er handelt! Monarch, oh Mann, ich will ihn so grob schicken. An den Pranger stellen, rauf bald kenne. Und jetzt spielen wir Geige vor dem Pranger. Vorigala! Korigros, Jeven, kenne. Orike! Garute! Schutzmann ist unterwegs. Kenneth fesseln. Was? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Hey! Ach, es ist schön, König zu sein. Allerdings geht jeder diese Probleme etwas anders an. Ich wüsste gern, wie ein Zauberer oder ein Arzt mit dem Tyrannen umgegangen hätte. Zauberer. Ich hätte ihn als Zauberer wahrscheinlich. So, der rennt weg, Schutzmann. So, dann gehen wir jetzt mal zum Schrottplatz. Naja, was hätte ich als Magier gemacht? Ich hätte ihn eingefroren. Nee. Ich hätte ihn mit meiner Frostmagie getötet und ihn dann als ewigen Diener wieder auferstehen lassen. Das war ein Penner, der jetzt am Pranger steht. Jetzt werde ich den Tyrannen demütigen. In Zukunft wird er zweimal darüber nachdenken, seinen Spott mit den Stadtbewohnern zu treiben. Eier auf den Raufbold werfen. Wir sollten vielleicht langsam mal was fressen. Auch und da kann man wahrscheinlich Suizid begehen, das ist schön. Ach du Scheiße. Alter, was ist das? Was ist das? Es ist doch schön, König zu sein. Mein Herr, danke, dass du auf mein Flehen um Hilfe reagiert hast. Für deine große Güte verspreche ich dir, ab heute dein ergebener Diener zu sein. Ich warte im Thronsaal auf dich. Sallys Kettenbrief nochmal, damit ich jetzt... Es war einmal die Sally. Sie schickte einen Kettenbrief. Ich schlitzte ihr die Kehle auf, weil ich Kettenbriefe hass. Ja, und darum ist Kelly tot. Hieß sie Kelly? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Und Kelly ist... Das rennst du, Mustig! Du kennst auf Thronsaal! Okay, hungrig. Wir beschleunigen das Ganze jetzt mal. Damit wir nicht die ganze in den Marsch wegen rumhören. Ich, ein fliegender Händler, bringe dir viele köstliche, saftliche Waren zur Ansicht. Wende dich an mich für den besten Dienst in diesem Gewerbe. Ich will nicht dumm daher schwafeln, doch ein geübter Barde zeichnet sich nicht nur durch die melodiöse Poesie, sondern musikalischen Kompositionen aus, sondern durch die Hingabe, durch guten Körper und aufgrund der Hingabe was? Oh Gott. Wir fressen jetzt erstmal was. Wo ist denn die Küche? Da. Essen zubereiten. Kann man das Keilerfleisch braten? Wildschweinsuppe. Ist mir doch Suppe. Grütze, das Frühstück der Helden des Königreichs. Der natürliche Lebensraum des Fisches ist Wasser. Albrühe macht also absolut Sinn. Ah ja, okay, wir machen so eine... Was haben wir denn hier? Um eine Wahl zu treffen. Klicken, um eine Wahl zu treffen. Ich werde Minnesänger Derek, den wilden, hübschen, geilen Baden locken. Ich werde Kauffrau Gisella, der hübschen, eleganten, handeltreibenden Sim umgarnen. Naja gut, wir sind zwar hier nicht homophob, aber im Mittelalter war Homosexualität ja verpönt und verachtet, also sind wir hier mal lieber ein bisschen, ne? Blume geben. Ich konnte noch nie einer Frau widerstehen, die sich mit Geld auskennt. Und ich gehe davon aus, dass sie der Wildblume nicht widerstehen kann, die ich vorhin gepflückt habe. Hm. So, und wir machen hier jetzt irgendwie so ein bisschen Wasser mit Fleisch drin. Hm. Wie hat sie das nochmal genannt? Ein Topf? Ein Flock? Ein Mock? Hm. Ein Mokkasim? Hm. Oh Mann, war das jetzt nötig? War der Scheißspruch jetzt wirklich nötig? Don't think so.
Na egal, jetzt fressen wir auf jeden Fall erstmal was Leckeres, königlich. Ah, cool, 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 da können wir noch Alkohol brauen. Das ist doch schön. Wahrscheinlich haben wir dann irgendwann einen betrunkenen Arzt oder sowas. Der dann jeden Tag beschwipst bei der Arbeit ist oder sowas. Was hättest du da einen besoffenen Arzt? Und ein Blutrunstding Aderlasser. okay. Zumindest ist das realistisch. Die Sims im Mittelalter haben damals mit den Händen alles Mögliche gefressen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr hungrig. Konzentration ist oben. Vorzügliches Mal. Nochmal! Eine bessere Beziehung, freundlich kennenlernen. Wo ist denn die Geselle eigentlich? Geselle, Schätzchen, wo bist du denn? Kartenspiel üben. Ach, da kann man auch Glücksspiel könnten betreiben. Ah ja, da könnte man Casino aufmachen oder sowas. Daujem Mobrale. Ja, Gren, suppose righty fem. Selbrith Yaven. Parsa Janek, Laquivain. Chaelig. Kinesipo, Shororin, Freinish, Des, Swifika. Mist, da sind da rennen. Ach, das ist ein Farmer, okay. Sie ist engagiert. Eine bessere Beziehung, lustig. Witz erzählen. Ja, Kuben. Ja, weißt du, weißt du, ich hab da einen Prank gestellt. Ja, ja, lustig. So lustig, nachahmen. Weeklin Elba. Man da altes Weib, naja, okay, interessanter Titel. Ja, man sieht im Gesicht diesen bissel älter. Blume geben. Oh, danke. Ich habe im Leben schon mit vielen Blumen gehandelt, doch nie war eine so schön wie diese hier. Du bist ein gutgütiges, zu verlockendes Oberhaupt. Ah ja. Die frühen Knospen einer jungen Liebe. Ich kann es kaum erwarten, die anderen schönen Reisenden aus Coldstones zu sehen. Vielleicht könnte ich mit einem von ihnen sogar eine Familie gründen. Aber jetzt muss ich erstmal die Ressourcen zu Meister Konstruktor Sekundus bringen. Ich glaube zwar da, aber ich denke, flirten mal mit der Dings da. Romantisch. Ihre Schönheit loben. Dann ist sie irgendwie seine Liebhaberin oder eher ihre, keine Ahnung. Have you heard Jirene? Zanefin. Hält Horst für kokett, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Gunst erweisen. Junge, das war falsch, was du da. Kande. Romantisch. Ihre Schön haben wir das nicht schon? Hola, Lisen. Fashion Grave. Griffith. Hält Horst für sehr verführerisch. Komm, wir machen mal hier. Erster Kuss. Oh! Nee. Warum? Ein Schulterausweinen. Warum? Ja, du willst nicht küssen. Nach musikalischen Vorlieben fragen. Ich meine, dann kann er ja mal mit ihr ein bisschen sich unterhalten und so. Na gut, jetzt geben wir aber hier mal die Ressourcen. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht aus dem Königreich verschwindet. Notfalls bleiben wir per WhatsBird im Kontakt. Ja. Und der Sinn davon war was? Er verbeugt dich von mir, kleines Stück. Neuer Freund. Die sehen toll aus so heute. Gebt mir etwas Zeit für die Inventur. Und ich werde dafür sorgen, dass genug Ressourcen für die nächsten Gebäude zur Verfolgung stehen, das du errichten möchtest. Sieht's aus, als hätte ich etwas Zeit für mich. Ich könnte meine Untertanen kennenlernen, mein Königreich erkunden oder einfach entspannen. Ich könnte aber auch meinen vielen täglichen Verpflichtungen als König nachgehen.
Ich kann sogar während eines Quests den Quest eine Weile ruhen lassen, um zu tun, wozu ich Lust habe. Ich habe keine Konsequenzen zu fürchten, solange meine Konzentration hoch ist und ich einen Quest nicht einen ganzen Tag lang ignoriere. Ja. Zwei neue Gesetze verfassen ein Edikt. Okay, gut, das können wir wahrscheinlich hinten machen. Dann verfassen wir zwei neue Gesetze. Ja, es wäre nur 23 Uhr, aber hey. Vielleicht kommen wir dann noch auf Gold. Ich meine, wir ignorieren das ja nicht. Final. So, zwei neue Gesetze und dann können wir ja nochmal mit dem Farmer quatschen. Kennenlernen, direkt in seiner Schulter will ich jetzt nicht heulen, den kennt er ja nicht. Ich bin der König der Welt. Lalalala. Was machen wir denn mal für ein Gesetz? Dem König ist zu huldigen. So, neues Gesetz, fertig. Verpflichtungen sind der Schlüssel zu meiner Herrschaft. Wenn ich ihnen nachgehe, bleibe ich konzentriert. Was wiederum bedeutet, dass ich mehr wichtige Ressourcen erhalte, um ein Königreich aufzubauen. Ich brauche einen Ratgeber, der mir hilft, Ordnung in meine Verpflichtungen zu bringen. Ich werde sofort ein Ausstellungsschreiben verfassen und es schicken. Schön, ja, 15 Stunden haben wir noch Zeit dafür. So, dass er sich ein bisschen mit seinen Untertanen auch versteht, ist ja redegewandt, ne? Merkmal. Begeisternde Rede halten. Ja, weißt du, wir werden das Königreich aufbauen. Wir werden dumme Gesetze erlassen. Und wir werden die Bäume als heilig erklären. Weil wir werden Greenpeace. Ah, ja, Greenpeace. Freundlich an Schulter ausmalen. Oh, ich muss mich nicht helfen. Ich hab's immer vor, aber es gibt kein Gesetz. Was soll man sonst noch? Über Bauern und Adel scherzen. Mit wohlgewählten Worten trösten. Konzig, Glatterien, Brenz. Brielle. Er forscht für langweilig. Okay, Merkmal. Ergreifen, schwafeln. Oh ja, das ist ja intelligent. Nimes, Keshem und Jel. Nerib, Joketh, Parem. Finkosa, Fablish. So, aber jetzt gehen wir erstmal pennen hier. Dann kriegen wir hoffentlich noch Gold. Wenn wir dann morgens gut ausgeruht. Ist voll ausgeruht, ist ja nur bis 37. Beschleunigen, ja, das machen wir wahrscheinlich mal lieber so. So, Junge, der König versucht zu schlafen. Geht doch. Oh Mann, König möchte ich nicht sein. Jeden Tag so Halligalli. Wach. Wäre nicht meine Welt. Erster Kuss abgelehnt. Ein gut erledigter Job. Neuer Freund, der kuriert und konzentriert. Ja, wir haben Gold. Jetzt dürfen wir nur nicht abrutschen, ansonsten ist es nicht so doll. Aber wir werden ja bald hier... So, wir sind jetzt ausgeruht. Oder können wir als König... Nach Essen rufen! Hey, mein königlicher meinem königlichen Magen verlangt es nach Speise. So, dann werden wir, solange der uns hier... ein Edikt vorschlagen. Solange der uns da jetzt bekocht. Ach ja, genau, ein Ausstellungsschreiben müssen wir ja verfassen. So, und schon sind wir wieder gut im Gold. Wir rassen, Treffenau. Schmelze überschüssige nach Lessinger Goldreserven ein, um neu hergestellte Waffen und Rüstungen zu vergolden. Öffne eine offiziell anerkannte Bank des Königreichs in nach Lessingen. Ich denke, wir machen eher die Bank, weil ich meine, das ist ja dämlich. Waffen und Rüstungen vergolden, das bringt uns doch nichts, das ist ineffizient. Zur Abstimmung aufrufen. So.